Boah, ich hab keinen Bock mehr auszurasten. Deswegen reden wir jetzt erstmal zwischendurch über was, was nicht so schlimm ist, okay? Okay. Gut, los geht's. Ja, wir sind ein bisschen runtergekühlt. Heute geht es um kommentierte Kommentare zu der guten Tinder-Folge, zur Dating-Folge. Und wir schauen uns jetzt mal an, was ihr da so hinterlassen habt und was wir alles kommentieren davon. Ich würde dann aber gerne nochmal was allgemein zur Folge sagen, wenn ich denn darf. Ja, ich erlaub's. Danke. Bitte. Also wir haben ganz viele Nachrichten bekommen über unsere Dating-Folgen. Und zwar hatten wir eigentlich geplant, dass es total lustig und frech und witzig werden sollte. Rambazamba wollten wir machen. Aber es ist dann doch relativ ehrlich und ernst geworden. Und habe auch von ganz vielen Leuten dann private Nachrichten bekommen, die geschrieben haben, hey, ich weiß genau, worüber ihr geredet habt. Ich habe ganz viele Freundinnen, die diesem falschen Männerbild hinterherrennen. Und nicht unserem Männerbild. Nicht uns beiden hinterherrennen. Ja. Mir rennt nie jemand hinterher. Oh. Eine Bekannte von mir hat mir sogar geschrieben, ich habe meinen Freund auf Tinder kennengelernt. Böser Smiley. Wow. Ich glaube, wir haben ganz viele dann doch mit der Folge ganz gut angesprochen. Wir haben, wie gesagt, wir haben über unsere E-Mail-Adresse viele Nachrichten bekommen. Wir haben über unsere Facebook-Seite viele Nachrichten bekommen. Ich glaube, wir lesen hier sogar noch 2-3 Sachen vor. Ja, auch von E-Mails. Aber die sind natürlich anonymisiert, und damit da keiner in Verbindung gebracht werden kann. Genau. Also ihr habt immer die Wahl, bei uns unter den Videos zu kommentieren. Dann ist es natürlich öffentlich. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail oder eine Facebook-Nachricht. Kommentare sind aber cooler, weil sieht immer cool aus. Ja, und da starten wir doch direkt mit der tollen Tradition, die Chris eingeführt hat im ersten Kommentare-Kommentare-Kommentare-Kommentare-Kommentare-Kommentare-Video. Und das ist den meistgelikten Kommentar. Dann starten Sie mal, das ist der oberste. Der oberste sagt, das ist Speedpunk vor einer Woche, Klammer. Oh, das sollst du nicht dazu lesen, man, nur den Namen. Ach so, also Speedpunk schreibt, ich hätte gerne Finger wie Burger King Burger. In Anspielung auf unsere 10 Fragen, die wir gestellt haben. Ja. PS, könnt ihr nicht lieber ein langes statt mehrere kurzer Videos machen? Nein. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Finger wie Burger King Burger? Geil, das wäre, oder? Ja. Wenn die jedes Mal nachwachsen würden. Aber wenn ich mir Kriegst du deine Faust in den Mund? Ja. Mach mal. Oh, richtig tief drin gewesen. Kennst du übrigens, wenn deine Hand so groß ist wie dein Gesicht? Ja. Hast du Krebs? Ach echt? Ja, teste mal. Teste mal. Ja, teste mal. Ich verstehe nicht, wie du meinst. Na, du musst jetzt... Zeig mir mal vor. Nee. Mach mal vor. Boah, ist der blöd. Die kenne ich alle schon. Ja, das erfunden damals. Wie war das eigentlich, als die Dinosaurier noch gelebt haben? War nicht schlecht. Es war, was ich am besten fand, war, wenn ich morgens zur Jagd gegangen bin und meine Frau in einer Höhle war mit ihrem langen Fels. Er hat den Brontosaurus auf dem Fuß, ne, auf dem großen Zeh, der springt ein bisschen rum und sagt, aua. Kommen wir zu Speedpunk, das mit der Länge der Videos, das ist natürlich so ein Ding. Also wir hören von der einen Seite, hören wir, macht mal kürzere Videos, von der anderen Seite hören wir, macht wieder längere Videos. Wir testen da gerade selbst noch aus. Wir wissen nicht genau, in welche Richtung das gehen soll. Wir können uns halt sehr schlecht kurz fassen. Aber ihr habt die Macht. Ihr könnt hier drunter kommentieren, was ihr dann generell cooler findet. Kurze Videos, dann ist das Thema generell kurz. Langes Video stückeln oder langes Video lang lassen. Ja. Ja, dann kommen wir auch direkt zum zweiten Kommentar, ne? Kommt von Nana Banana. Geiler Name. Nana Banana. Vor einer Woche. Ach so, nee. Sollst du nicht sagen. Ja, sollst du nicht sagen. Nana Banana sagt, XD, eure Fragen sind so gut, kleiner Zeichen 3. Finde ich super lieb und gibt einem immer irgendwie Power, so wenn man sowas liest. Unsere Fragen sind so toll und dann hat sie auch noch so einen lustigen Avatar. Fand ich sehr erwähnenswert. Kann ich nichts dazu zufügen. Gut. Kommen wir jetzt zu den, oder zu 2, 3, offensichtlich hast du 3 Sachen ausgedruckt. E-Mails bzw. Facebook-Nachrichten, die wir privat bekommen haben. Also soll ich nicht sagen, dass Maike das geschrieben hat? Nee. Maike 18 aus Berlin. Am Alexanderplatz 34. Ja, das sollst du nicht sagen. Okay. Sehr interessant fand ich auch eure Meinung zur Rolle von Sex beim Kennenlernen. Ich finde es super schwierig, da durchzublicken und zu wissen, wann wird jetzt erwartet, dass man sich zurückhält und ab wann ist man prüde und nicht mehr interessant. Kann ich es mir als Frau leisten, zu sagen, ich gehe mit dem Typen nur ins Bett, wenn ich mir sicher bin, dass er mich wirklich mag? Ja. Kannst du dir leisten. Du solltest mit ihm nur ins Bett gehen, wenn du merkst, dass du das möchtest. Und nicht, weil dir irgendjemand das vorschreibt, dass es beim dritten Mal so passieren sollte. Das ist meine Meinung. Du bist gerade so schön. Ah, das ist aber lieb.
Ja, hörst du mal auf, das jetzt ins Lächerliche zu ziehen. Ich ziehe das nicht ins Lächerliche, ich will mit dir schlafen. Wenn ich dazu bereit bin. Okay. Nein, das ist auf jeden Fall eine total ehrliche E-Mail, die auch wirklich eine gute Frage drin hat. Ja. Natürlich sollst du und darfst du, und das ist, ich glaube, das ist auch der größte Fehler, den nicht nur Frauen machen, sondern auch Männer machen. Ich muss das machen, was ich glaube, was der andere von mir erwartet, ja. Dann mag er mich. Nein. Menschen mögen einander, weil sie einander mögen. Und wenn du nicht mit jemandem beim ersten Mal schlafen willst, dann willst du mit dem nicht beim ersten Mal schlafen. Absolut. So, dann musst du es halt beim zweiten Mal machen. Nein, musst du auch nicht. Sondern es geht immer darum, dass ich bin der Meinung, dass beide sich wohlfühlen sollen. Und wenn beide das beim ersten Mal wollen, dann sollen sie es unbedingt machen. Ja. So, aber wenn einer sich dabei unwohl fühlt, dann muss er das, und das ist das Entscheidende, dann muss er das, glaube ich, verbalisieren. Und sagen, hey, ich finde dich cool, ich mag dich, aber ich bin da jetzt nicht bereit zu. Wenn er normal ist, dann wartet er auf dich, genauso wie du auf ihn warten würdest, wenn er dir sagen würde, ich habe heute auch nicht vor, mit dir zu schlafen. Dann würdest du ja nicht sagen, so, ach nee, du bist ein Affe, so, ich bin jetzt weg, sondern würdest es ja auch ertragen und ihm die Zeit dafür geben. Und die sollte er dir auch geben, wenn es nicht so ist. Auf jeden Fall eine sehr, sehr ehrliche E-Mail. Ja. Und das mag ich. Ich mag es immer total, wenn man wirklich was Ehrliches liest. Das ist schön. Wir haben auch eine tolle Nachricht von Sweet Aidu oder Sweet Aidu, ich weiß es nicht, bekommen. Das ist eigentlich aus dem guten alten Peter geworden, ja? Das ist eigentlich immer gerecht. Peter, Paul und Mary, ja. Das verstehe ich noch. Ja. Sie sagt, sie ist auf jeden Fall der altmodische Typ. Für sie ist es wichtig und viel schöner, sich persönlich kennenzulernen. Aber sie sagt einen ganz wichtigen Punkt am Ende. Ja. Jeder sollte für sich selbst herausfinden, was einem lieber ist, was für einen funktioniert. Das ist auch absolut so. Ja, sind wir schon beim letzten Kommentar. So schnell geht das. Von Jarelli Propelli. Könnt ihr die Kamera demnächst so ausrichten, dass der Stopper oder whatever rechts von Chris nicht am Rand zu sehen ist? Unser lieber Stopper. Denke immer, dass mein Bildschirm einen Fleck hat. Na, ob das nicht ein anderer Fleck ist? Damit du weißt, dass es kein Fleck ist, machen wir ab jetzt Folgendes. Jarelli Propelli geht noch weiter, der Comment. Für mich ist Tinder für Dates und LaVou für Sexdates. Also gibt es anscheinend noch was noch mehr für Sexdates ist als Tinder. Das war es auch schon mit unserem kleinen Video. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir nach dieser Folge keine Sexangebote bekommen haben. Ja, das ist echt. Ich verstehe es nicht. Ich werde bei Tinder nicht mehr gematcht. LaVou funktioniert nicht mehr. Ficken.com ist mein Profil gesperrt worden. Zu viele Beschwerden. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber wir hoffen wirklich, dass ihr uns alle lieb habt. Und wenn ihr uns lieb habt, dann tut ihr ab jetzt Folgendes. Ja, unsere Hardcore-Fans wissen natürlich schon Bescheid, ne? Was muss man am Ende eines Videos machen? Man muss einen Daumen nach oben geben, man muss den Kanal abonnieren und weiterhin verkünden, dass es uns gibt und immer wieder schöne Themen, die wir euch liefern werden. Für alle, die diese Folge ein wenig zu langweilig fanden, keine Angst. Beim nächsten Mal wird wieder geschrien und gebrüllt und ordentlich abgerotzt. Für heute sagen wir aber auf jeden Fall erstmal tschüss und shine on!